Und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch wunderbar. Ihr habt einen wunderschönen Tag, Abend und alles Mögliche ist bei euch gut. Wie sollte es sein? Es ist natürlich ein Temo-Video und diesmal habe ich mir gedacht, gehen wir die Kategorie Blusen an. Und die haben wir hier. Ich habe schon eine an. Ich werde euch natürlich ein bisschen umstellen und ich zeige sie euch von hinten. Ich sehe gerade, mein Schränkchen ist da hinten noch offen. Aber wie gesagt, ich würde sagen, wir starten gleich. Wir haben relativ viele Blusen und ich bin total gespannt, was wir dazu sagen. So, meine Lieben, das ist die erste Bluse und die hat eben, das ist so eine Bluse in Blau, wie ihr sehen könnt, mit diesen Punktelementen. Ich finde sie sehr cute. Die sind natürlich jetzt alle total verschrumpelt, die Blusen. Die sind natürlich, kommen in diesen Sackerl und, oder Tüten und sind halt nicht jetzt optimal. Das heißt, deshalb sind die jetzt ein bisschen alle sehr vermuddelt. Also die müsste man alle bügeln. Aber wenn wir das jetzt mal ignorieren, finde ich die eigentlich recht cute. Sie ist definitiv, ich habe in den Blusen Medium genommen und ja, ich finde die ist sehr groß, ich habe hier sehr viel Platz, also fast so ein Spürchen oversized, würde ich dazu sagen. Aber ich muss sagen, ich finde die recht süß. Was sagt ihr? Ich bin gespannt auf euer Feedback. Aber gucken wir uns gleich die nächste Bluse an. So, hier haben wir die nächste Bluse. Die finde ich total süß, muss ich euch ehrlich sagen. Also ich finde die wirklich total, total süß. Also ich muss ehrlich sagen, ja, die finde ich richtig, richtig süß. Ja, ich finde die wirklich, wirklich schön. Also die finde ich, ja, die gefällt mir echt gut. Ich finde die Farbe auch sehr süß. Finde es auch passt gut zu so dunklen Haaren mal. Schauen wir zwar, wie lange ich noch dunkel bin oder was als nächstes kommt. Die nächste Haarveränderung steht auf jeden Fall auf dem Plan, weil ich habe schon einen richtigen Auswuchs hier oben und das schneidet sich ein bisschen mit dem Schwarzen, merke ich, meine natürliche Haarfarbe. Die clashen ein bisschen gegeneinander. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich finde die wunderschön, ich finde die richtig gut. Das sind natürlich Plastikknöpfe, das ist natürlich, es ist günstig gemacht. Wir haben jetzt hier kein super hochwertiges Material oder so, aber ich finde die sehr schön. Ich finde die wirklich süß. Richtig süß, ja. Die ist definitiv ein Daumen hoch. Freut mich richtig, die in meiner Collection zu haben. So, meine Lieben, ich habe hier die Knöpfe, ich finde die... Ich glaube, das ist, weil die Bluse etwas... Hier ist sie eng auf jeden Fall. Also nicht zu eng, das auch nicht. Aber sie ist halt hier etwas enger und man merkt einfach... Ah, jetzt habe ich es bekommen. Okay, jetzt habe ich es hingekriegt. Na, nicht ganz durch. Ah, doch, okay. Aber sie sehen einfach noch dadurch, dass es noch ganz frisch produziert wurde, merkt man einfach, dass die Knöpfe total schwierig sind zum Reindingsen. Also da... Also zumindest bei den Ärmeln ist es total mühsam. Aber ich finde die Bluse extrem schön. Die gefällt mir sehr gut. Die ist etwas enger hier. Nicht zu eng, auf keinen Fall, aber etwas enger vom Schnitt her. Aber ich finde die sehr, sehr, sehr schön. Ich finde die richtig schön. Also ich muss sagen, sehr fühlt sich, finde ich, im Vergleich jetzt zu den anderen beiden sehr hochwertig an. Ja, also ich finde die total schön. Ich finde die Farbe auch extrem schön. Ich muss wirklich sagen... Wirklich, wirklich schön. Also richtig schön. Hier seht ihr auch, es hat eben dieses Seidenmaterial. Es ist natürlich keine Seide, aber das sozusagen das Feeling von Seide ist es. Ich finde die wirklich, wirklich schön. Richtig schön. So, jetzt machen wir gleich die nächste. Die ist doch ein Träumchen, oder? Was sagt ihr? Auch dieses eben Seidenfeeling, die ist zum Binden, das heißt, die bindet man hier selber, die kommt dann eben, die bindet man dann einfach so rüber. Ich finde die richtig schön, oder? Was sagt ihr? Die ist doch richtig schön. Ja, wirklich schön. Also wie gesagt, das ist jetzt eine kurze, man muss es halt dann so binden. Ich habe es, weiß ich nicht, ob ich es ganz optimal gebunden habe. Also wenn man es halt nicht zu offen haben will, desto höher muss man es dann einfach binden. Aber ich finde es... ich finde die sehr, sehr hübsch, muss ich ehrlich sagen. Eine richtig schöne
Weihnachts-Winterbluse mit dem Weiß, auch finde ich sehr weihnachtlich. Aber ich bin schon voll im Weihnachtsfieber, Leute. Aber gut, ich würde sagen, wir haben hier noch eine rote, die mich schon anlächelt. Nehmen wir die zweite rote. Das ist jetzt die nächste rote. Und die ist sehr, sehr spannend. Das ist mal was ganz anderes. Das ist halt, das sind so Plättchen, das muss ich euch natürlich von nahen zeigen. Das sind so Plättchen auf so einem Tüllmaterial. Das ist, also es fühlt sich jetzt nicht sehr hochwertig an, das kann ich euch schon sagen. Aber ich finde es jetzt, das könnte man hier noch zuknüpfen, aber gut, das passt jetzt so. Ich finde es aber doch irgendwie, ja, irgendwie gefällt es mir schon. Aber dieses Tüll ist natürlich nicht der angenehmste Stoff. Also es ist jetzt kein super comfortable Stoff, aber ja, irgendwie sehr spannend, oder? Was sagt sie? Aber dies finde ich ist so ein richtiger, entweder glaube ich mag man sie oder man findet sie schrecklich. Ich bin voll gespannt auf eure Kommentare. Lasst mich das wissen. Sehr, sehr spannend. Hassen oder lieben? Sagt es mir. So, ich würde sagen, wieder ein Klassiker einfach. Also ich trage zumindest solche Blusen die ganze Zeit in der Arbeit. Ich finde die einfach schön und angenehm auch, weil sie etwas luftiger sind. Und ja, auch hier habe ich Platz schön und man kann sie so hoch knöpfen oder so weit aufmachen, wie man möchte. Also man kann sie auch ganz hoch knöpfen, wenn man diesen Look mehr mag. Also ich finde die definitiv auch ein Träumchen. Genau das, was ich wollte. Also wie gesagt, meine Zara-Blusen gehen manchmal ein bisschen, also die gehen kaputt nach der Zeit. Nicht jetzt die Bluse an sich, sondern die Knöpfe, da wo zum Zuknöpfen. Ich glaube, die sind etwas zu spitz und machen alles hier rundherum, also dass ich es euch besser zeigen kann. Also hier beim Knopfelement, also du machst ja hier den Knopf zu und hier rundherum machen sie bei mir irgendwie total, sind jetzt schon zwei wirklich, dass ich es nicht mehr zuknöpfen kann, weil es einfach schon so kaputt ist. Ich glaube, ich habe jetzt hier ein besseres Gefühl, dadurch, dass die Knöpfe auch nicht so spitz sind, glaube ich, dass die besser halten. Also drückt mir die Daumen. Die nächste Bluse und ich finde die total schön. Die hat auch wieder dieses Tüll, aber es ist ein bisschen angenehmer wie das vorige Tüll. Es ist nicht ganz so kratzig. Es ist natürlich jetzt trotzdem nicht so angenehm wie die Bluse an sich. Die ist nämlich total angenehm. Die fühlt sich richtig angenehm an und die eben mit diesem Zubindelement hier oben, ich finde die total schön. Also ich finde die richtig, die gefällt mir richtig gut. Ich muss aber dazu sagen, bis jetzt haben mir alle gut gefallen. Also mir hat jetzt keine nicht gut gefallen. Ja, wie soll es denn anders sein? Es ist schon wieder top, top, top. Aber ich finde diese Bluse total schön. Also ich finde die mit diesem eben mit diesem Tüll durchsichtigen Pünktchenelement sehr, sehr, sehr schön. Finde ich richtig schön. Ich bin voll gespannt auf euer Feedback, aber ich finde die richtig schön. Die gefällt mir sehr gut. Die nächste, und ich finde die auch total schön, das sind die Knöpfe, die ihr hier auch sehen könnt. Das ist Plastik, also das ist jetzt nicht Metall oder irgendetwas. Also sehr günstig gemacht, aber ich finde die auch vom Schnitt wirklich sehr, sehr cool. Ich finde die ein bisschen sexy, wenn ich das so sagen darf. Finde ich die richtig, ich weiß nicht, finde die sehr attraktiv mit dem durchsichtigen Element hier dann wieder und den Schnitt. Mir gefällt der Schnitt einfach unheimlich gut, muss ich euch ehrlich sagen. Richtig schön. Oder? Was sagt ihr? Die gefällt mir richtig gut. Ach, die finde ich hübsch. Ne? Die finde ich richtig, richtig hübsch. Was sagt ihr? Lasst es mich wissen. Ich finde die richtig schön. Mhm. Ja, die gefällt mir gut. Noch so ein All-White-Look. Ich weiß zwar gerade nicht, ob... Ne, ich finde das ein bisschen mehr gräulich ist die Hose, aber einigermaßen passt es zusammen. Ich finde die richtig schön. Richtig, richtig schön. Richtig, richtig schön. Träumchen. Das ist bis jetzt, glaube ich, fast schon mein Favorit. Ich weiß nicht, die irgendwie spricht mich total an. Weiß nicht warum. So kann es passieren. Hier haben wir die nächste. Sehr, ich würde sagen, außer diesen Püschelärmchen ist sie sehr basic. Finde sie aber nicht schlecht. Was sagt ihr? Ich finde die nicht schlecht. Also sie hat halt eben diese Püschelärmchen.
die macht sie so ein bisschen lustiger. Aber sonst ist sie sehr klassisch, würde ich jetzt dazu sagen. Sie hat jetzt keine speziellen Elemente oder so. Sie fühlt sich vom Stoff auch recht angenehm an. Jetzt nicht super hochwertig, aber auch jetzt nicht schlecht. Also ja, bin gespannt, was ihr dazu sagt, oder? Aber ich finde sie nicht schlecht. Also kann man durchaus machen. Hier haben wir eine basic schwarze Bluse. Fast so wie die davor, nur haben wir hier keine Püschelärmchen. Und es ist wieder so ein Seidenmaterial. So ist sie vom Schnitt her. Ich muss sagen, ein Klassiker, von dem man eigentlich nie genug haben kann. Eine schwarze Bluse mit so einer weißen Hose, finde ich, ist auch ein sehr, sehr, sehr schönes Peace-Outfit zusammen. Also warum nicht? Finde ich, ist einfach basic, da kann man nicht viel falsch machen. Und auch die fühlt sich sehr angenehm an. Meine Lieben, ich habe mich jetzt sehr gefreut. Ihr fragt euch, warum? Weil die keine Knöpfe hat. Und das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, weil ihr könnt sich gar nicht vorstellen, wie lange ich da die ganze Zeit stehe. Auf, zu, auf, zu. Es dauert unglaublich lang. Aber deshalb habe ich mich jetzt über die gefreut. Die hat nämlich gar keinen Knopf. Hier kein Knopf, da kein Knopf, nichts. Und das war sehr, sehr, sehr angenehm gerade. Einfach nur zum Reinschlüpfen. Was sagen wir aber zu ihr an sich? Ich finde sie recht cute, oder? Dieses dunkelblau. Hier haben wir das Mäschchen, was man eben hier bindet. Ich finde, das kann man nichts falsch machen, denke ich mir. Also ich finde die, ja, wirklich, wirklich einfach nett. Kann man wirklich nichts sagen, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin echt zufrieden mit der. Ja, eine schöne, schöne Bluse. Ich glaube, wir haben jetzt noch zwei oder drei oder vier so irgendwas in dem Dreh. Und dann ist es schon vorbei. Aber ich bin bis jetzt gar kein Flop dabei. Gar kein Flop bis jetzt dabei. Und so macht es einfach Spaß. So macht es echt Spaß. Ich bin einfach begeistert. Ich bin voll gespannt, was ihr sagt, aber ich bin begeistert bis jetzt. Das ist die nächste Bluse. Und was ich total schön finde an ihr, ist dieses lange Knopfelement. Wir haben hier überhaupt keine Knöpfe, aber wir haben dafür hier ganz viele Knöpfe an den Ärmeln, was ich sehr, sehr, sehr schön finde. Es gibt mir irgendwie so ein 50er Jahre Vibe. Also ja, ich finde es total schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde auch die Bluse an sich sehr, sehr, sehr schön. Wie gesagt, ich finde auf jeden Fall, das Highlight dieser Bluse sind hier auf den Ärmeln die Knopfelemente. Ich finde die total schön. Man sieht auch, das ist kein wirkliches Weiß. Es ist eher mein Creme-Weiß. Das sieht man jetzt sehr gut mit der Hose. Aber ich finde die auch sehr, sehr, sehr schön. Muss ich ehrlich sagen. Also die Knopfelemente gefallen mir total. Also ohne Knopfelemente fände ich es etwas langweilig. Das gibt es einfach so ein bisschen ein Special Vibe, finde ich. Dass man hier diese Knopfelemente hat, finde ich sehr, sehr schön. So, jetzt haben, ich glaube, zwei Stück sind es noch. Zwei Stück, glaube ich, sind es noch, wenn mich nicht alles täuscht. So, meine Lieben, hier haben wir wieder so eine Bindebluse. Also zum Binden. Ich glaube, ich habe es nicht ganz optimal gemacht. So, aber ich finde die Farbe total schön. Fühlt sich auch sehr angenehm an. Ach, da habe ich jetzt vergessen, die Knöpfe zuzumachen. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich werde gucken, ob ich sie jetzt schnell hier während dem Sprechen zumache. Nee, schnell geht hier nichts. Das ist eben das, was dann so lange dauert. Das sind die Knöpfe zum Zumachen. Nee, die sind halt dennoch so fest. Das Material ist einfach noch nicht so weich. Halt, weil es noch nicht gewaschen wurde, noch nicht getragen wurde. Dann ist es einfach ein bisschen kompakter. Aber auch hier die Knöpfe sind sehr, sehr schön. Ihr seht, ich zeige sie euch jetzt währenddessen ich das hier jetzt zumache. Zeige ich euch die Bluse von nahen. Ich finde sie, ich habe sie vielleicht jetzt nicht super gebunden. Das kann man natürlich auch ein bisschen variieren, wie man sie bindet. Sie schaut natürlich dann auch immer ein bisschen anders aus, wie man sie halt bindet, ob man sie halt. Man kann sie auch rein theoretisch, denke ich, auch so hoch binden. Ich finde es schön, wenn sie nicht ganz zu hoch ist. Aber das kann jeder dann individuell für sich entscheiden. Ach, der letzte noch, der letzte noch. Jetzt habe ich ihn, glaube ich. Ja, so, geschafft. Jetzt habe ich auch die Knöpfe zugemacht. Aber ich muss sagen, ich finde die Farbe auch richtig toll. Was sagt ihr zur Farbe? Ich finde die Farbe richtig schön. Hier gab es übrigens auch einen Knopf, den man hier zumacht. Den zeige ich euch nochmal von nah.
Hier sieht man den Knopf, den man zumacht. Das hält dann auch noch und dann eben zum Binden. Aber ich muss sagen, sehr, sehr, sehr hübsch. Wirklich hübsch. Ich finde die Farbe total toll. Die Farbe ist fast so mein Highlight. Die finde ich richtig schön. Richtig schöne Farbe, auch richtig angenehm. Gut, zwei sind es noch. Ich habe vorhin gelogen. Es sind zwei, zwei haben wir noch. Hier haben wir die nächste Bluse. Das ist so eine schulterfrei, wo ich natürlich jetzt super, wo man den BH sieht. Es tut mir leid. Ich kann versuchen, ihn so ein bisschen zu verstecken. So, jetzt seht ihr ihn nicht. Jetzt sieht es schön aus. Ja, finde ich richtig schön, oder? Ich habe wenige so Teile mit, wo eine Schulter halt so rausschaut. Da sieht man jetzt schier den BH, es tut mir leid. Habe ich wenige, aber was sagt ihr? Ich finde das eigentlich recht schön. Das wäre jetzt für mich jetzt nicht unbedingt eine Arbeitsbluse. Es ist schon sexy, also so ein Element, finde ich, macht schon, ist sehr, halt, sehr sexy. Aber ich finde sie sehr, sehr schön, oder? Was sagt ihr? Ich finde schon. Es ist mal was Neues für mich. Ich habe gar kein, ich glaube, ich habe ein so ein Kleid, aber das passt mir nicht mehr. Ja, deshalb, ich finde es sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt auf euer Feedback, was ihr dazu sagt. Ja, ich finde sie aber schon schön. Gefällt mir. So, jetzt kommen wir zur letzten Bluse. Die letzte Bluse und richtig spannend, das ist die erste und einzigste Bluse, die dieses typische Hemdmaterial hat. Aber ich finde die auch nicht schlecht. Was sagt ihr zu der? Die hat eben diesen hohen Kragen mit diesem Knopf, den muss ich euch natürlich auch von vorne zeigen. Also ich finde, das ist ein richtig schönes Element. Was sagt ihr dazu? Ich bin total gespannt auf eure Meinung. Aber ich finde die richtig, ja, richtig schön. Richtig viele tolle Blusen waren da dabei. Jetzt komme ich ein bisschen näher und wir quatschen. So, meine Lieben, jetzt bin ich etwas näher zu euch gekommen. Irgendwie bin ich etwas dunkel, aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Aber die finde ich, die schon schön, oder? Ihr könnt mir nochmal von nahen. Wir sehen, hier hat sie dieses Knopfelement und hier ist sie dann eben offen. Und wir haben hier auch eher 80er Jahre die hohen Polsterschultern. Aber richtig, ja, finde ich sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. So, meine Lieben, wir kommen zu meinem Feedback. Also, alle waren Träumchen. Alle waren Träumchen. Es gibt manche, die haben mir besser gefallen und manche haben mir ein bisschen weniger gefallen. Aber alle haben mir im Grunde genommen gut gefallen. Ich fand alle cool. Ich werde alle tragen. Ich werde natürlich auch auf Instagram Fotos mit den Sachen machen und euch auch dann, wenn es natürlich markieren und so, und ihr werdet sehen, ich werde die Sachen tragen. Und ja, also wirklich, wirklich, wirklich schön. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Es ist wirklich... ja, schön, schön. Und hier haben wir eben auch das Knöpfchen, also total schön. Und ja, ich bin echt, echt, echt zufrieden mit den Blusen. Ich, ja, ich bin wieder total, total begeistert. Also ich werde nie enttäuscht, also nie ist auch übertrieben, aber ich werde oft nicht enttäuscht. Und hier haben wir wieder total schöne Pieces. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand... ja, wirklich alles sehr, sehr, sehr schön und hat mich richtig, ja, hat richtig Spaß gemacht. Ich bin voll gespannt, welche euch gut gefallen haben. Das würde mich natürlich total interessieren. Das heißt, lasst mich das wissen. Ja, aber ich kann nichts Negatives sagen. Also, ja, super, ganz toll. Macht Spaß, um dieses Geld so schöne Sachen zu bekommen. Macht einfach Spaß. Aber jetzt, meine Lieben, ich würde sagen, ich beende jetzt das Video und sage vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwie habt ihr ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren, da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter da lasst. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Da würde ich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu sehen. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram DM, da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!